Erklärbär. Ja, was ist denn roter Elefant? Wenn ich jetzt bei Penny 25 Euro Leergut wegbringe, dann für 15 Euro einkaufe, bekomme ich dann ein Rubbellos, wenn es keine Tabakwaren sind und auch keine Google oder sonst was für Gutschriften? Nein. Du bekommst ja 10 Euro zurück. Bei einem Warenwert von 10 Euro bekomme ich ein Rubbellos. Und ich habe für 15 Euro eingekauft. Nein, wie schon gesagt, du bekommst 10 Euro zurück. Also soll ich bei Aldi mein Leergut abgeben und dann bei Penny einkaufen? Ja, anders bekommst du keine Lose. Da kann ich ja gleich zu Lidl gehen.